Der immer gechillt, welcome, ne? Welcome to a new vlog. It's Saturday, es ist Samstag, wir hatten gerade Training. Wir gehen jetzt was essen. Ikea. Let's go. So ist kein Stück. Nimmst du einen Happen, nimmst du 5 Stück, Digga. Ja. Schmeckt? Ja. 1 bis 10? 9? 1 bis 10? 8. Das ist Leistung, Bro. 1,50 bei Hotdog. Am Eingang zur Waschmaschine geschickt. Wir sind gerade bei Koray im Bay Salon. Das heißt Beißer. Keine Ahnung. Was soll ich wissen, Mann? Baywatch. Ich werde jetzt hier geschnitten. Ja, mach ich, Bro. Hast du geteilt? Ja. Ey, wir lassen von da. Er geht. Wohin? Danke. Ab geht's. Okay. Mal schauen. Koray schneidet zum 6. Mal in seinem Leben. Mal schauen, was er damit hier anstellen wird. Also, jetzt ist Bless fertig und jetzt wird David seine Mähne geschnitten. Dieses sieht aus schon wie so ein Hasenschwänzchen. Ja, da lässt sich gut gehen. Ja, ja. Sieht schon stramm hier aus. Der sitzt seit 2 Stunden schon an der gleichen Stelle. Hast du was zu sagen? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass Koray gut geschnitten hat bei Bless. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Jetzt nochmal ein bisschen sauber machen. Alles clean machen. Und jetzt? Mit der noch. Oh. So muss sein. Kaum hat er Seiten wieder auf Null, ne? Fühlt er sich wieder geil. Danke, Koray. Oh, das Licht, ich weiß nicht. Ja, ja. Wir sind jetzt raus aus Korays Haus. Es geht ab nach Herzogenaurach, weil und dort ist Adidas. Check TikTok ab von Banner. Genau, abchecken. Es ist ein spontanes Ding geworden. Und wir sind in Herzogenaurach im Adidas Store. Factory. Bist du spannend oder was? Normal. Hey, Robin, welchen nimmst du? Ich nehme Arsenal. Wie viel kostet Benfica-Bannern? Wie viel kostet? Egal. 30. 30. Also, Tico. Wo ist Eray? Ich habe hier Campus. Erfolgreich gewesen. 55 Euro gespart. Sag mal, Tüte, wie voll die? Und Outfit-Check. Weste. Eray. What's up? Outfit-Check. Jordan 1er. Aha. Zara, Basic Hoodie von Zara. Aha. North Face, dickes Tasche. Aha, finito. Ganz normal, schlicht, schwarze Hose, weiße Schuhe, aha, grünes Oberteil. Aha. Tasche. Aha, scharf, aha. Bei mir Jacke, keine Ahnung, aber dann so ein Pulli von Arda abgezogen. Aha. Hose 85 und dann Travis Air Force. Wir sind jetzt im Alex, wir haben einen Platz bekommen, Eray wollte raus, ich habe gesagt, nein, wir bekommen den Platz innen, was ist passiert? Wir haben den Platz natürlich innen bekommen. GG. GG am Bless. Mal schauen, was wir essen. Was war das? Das hab ich ja gesagt, Bro. Zu viert unterwegs, weil David geht nicht ran. David, wenn du das siehst. Der ist in Handschellen. Wir haben dir geschrieben. Wir haben dich angerufen. Wir haben an dich gedacht. SMS, Twitter, WhatsApp, alles. Ignoriert mich einfach. Du gehst nicht ran. Auf jeden Fall schauen wir jetzt, was in Nürnberg noch so los ist, wo was geht. Aber heute machen wir nicht allzu viel noch. Wir sehen uns morgen. Morgen ist Matchday. So, es ist Sunday. Das bedeutet Matchday. Wir haben ein wichtiges Spiel. Später steht noch Grill an bei David. Also genauso wie letzte Woche. Und dann schauen wir einfach, was wir noch danach machen. Morgen ist ja frei. Morgen ist Feiertag. Und deswegen können wir heute noch den Abend ein bisschen genießen. Aber erstmal wichtig, aufs Spiel konzentrieren.
Also, was machen wir heute? Wir haben jetzt mit den Jungs gegrillt. Wir sind echt voll, sind kaputt vom Spiel. Wir haben 2-1 gewonnen heute. Ja, und heute Abend schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Aber wir werden auf jeden Fall noch in die Stadt checken. Bernhard hat sein Tor überall gepostet. Dreimal auf Snap, auf BeReal, auf Insta, auf TikTok, Twitter. Der hat sogar Ronaldo geschickt. Also, wir sind back. Es ist 17.30 Uhr. Wir sind alle total schaden. Ey, ich schwör, ich kann nicht mehr, Mann. Total schaden. Ich bin tot. Feierabend. Musik war echt stramm. Hätte ich nicht gedacht. Musik war echt gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, gab es mal ein paar so Stellen, wo halt ein bisschen lame war. So halt. Aber war schon an sich gut. Andere Area war gestern auch fresh. Da kam Stanky weg und ich hab's verpasst. Mein Lieblingslied kommt in der anderen Area und ich verpasse es einfach. Aber ja, was jetzt machen? Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, ne? Er hat seinen neuen Vlog.